Hallo liebe Freunde, in diesem Video wird beschrieben, wie Sie eine Neuinstallation von Windows 10 von einem USB-Stick oder einer DVD auf einem Computer oder Laptop durchführen. Sie können 32 oder 64-Bit Windows auf Ihrem Computer installieren. Wenn Ihr PC weniger als 4 GB RAM hat oder der Prozessor keine 64-Bit Kapazität unterstützt, müssen Sie 32-Bit Windows 10 installieren. Andernfalls müssen Sie 64-Bit-System installieren. Beachten Sie, dass 64-Bit-Windows mehr Speicherplatz auf Ihrer Festplatte beansprucht. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Daher benötigen Sie für die Installation zunächst ein bootfähiges USB-Stick mit Windows 10. Ausführliche Informationen zur Erstellung finden Sie in meinem vorherigen Video. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Bevor Sie beginnen, erstellen Sie eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten von der lokalen Festplatte, auf der Ihr Betriebssystem installiert ist, auf einer anderen Festplatte oder einem anderen Laufwerk. Bei der Installation von Windows 10 wird dieses Laufwerk formatiert. Ich möchte darauf hinweisen, dass alle Dateien und Ordner auf dem Desktop zusammen mit dem Betriebssystem auch auf dem lokalen Laufwerk gespeichert werden. Starten Sie danach Ihren PC neu und booten Sie vom USB-Stick im BIOS oder UEFI. Ausführliche Informationen finden Sie auch in meinen vorherigen Videos. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Nach dem Booten von USB-Stick wird das Standard-Bootfenster von Windows 10 angezeigt, das je nach Konfiguration Ihres Computers einige Sekunden bis einige Minuten dauern kann. Wählen Sie im nächsten Fenster die gewünschte Sprache, das Zeit- und Währungsformat sowie das Tastaturlayout aus und klicken Sie auf Weiter. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Installieren. Hier können Sie auch über Systemwiederherstellung in die Wiederherstellungsumgebung wechseln, was uns aber nicht interessiert. Als nächstes wird ein Fenster mit der Aufschrift Installation starten angezeigt. Das heißt, das System bereitet alle für die Installation erforderlichen Schritte vor Windows 10. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern. Im nächsten Fenster werden Sie aufgefordert, den Product Key einzugeben, um Windows 10 zu aktivieren. Wenn Sie einen haben, geben Sie ihn ein und klicken Sie auf Weiter. Wenn Sie vor der Installation mit lizenzierten Windows 7 oder 8 auf Windows 10 aktualisiert haben, müssen Sie auf die Schaltfläche Ich habe keine Produktschlüssel klicken. Ihre Kopie von Windows wird später automatisch aktiviert. Und so klicke ich auf Ich habe keinen Produktschlüssel. Wählen Sie im nächsten Fenster das gewünschte Betriebssystem, zum Beispiel Windows 10 Pro, und akzeptieren Sie die Bedienung der Lizenzvereinbarung. Danach gelangen wir in das Auswahlfenster für den Installationstyp. Der erste Typ ist ein Update. Wenn Sie diesen Typ auswählen, werden alle Ihre Dateien, Programme und Parameter des zuvor installierten Systems gespeichert und die Dateien von Windows selbst werden im alten Windows-Ordner gespeichert, wie bei einem einfachen Update. Der zweite Typ ist selektiv. Dieser Typ ermöglicht eine saubere Installation. Interessiert uns. Im nächsten Fenster müssen Sie das lokale Laufwerk auswählen, auf dem Windows 10 installiert werden soll. Wie bereits erwähnt, werden alle Daten von diesem lokalen Laufwerk gelöscht. Wenn Sie vergessen haben, Daten von dieser Festplatte zu sichern, brechen Sie die Installation ab. Melden Sie sich an und führen Sie diesen Vorgang aus. Wenn auf diesem PC bereits ein Betriebssystem installiert ist, empfehle ich vor der Installation eines neuen Windows das alte Systemlaufwerk zu entfernen. So wird es besser sein. Wählen Sie dazu den Datenträger aus und klicken Sie auf Löschen.
Wir sehen ein Warnfenster, dass alle Daten verloren gehen und klicken Sie auf OK. Löschen Sie auch Abschnitt 1, der vom System reserviert ist. Ich möchte darauf hinweisen, dass Sie mehrere Systempartitionen haben können und Sie diese auch löschen müssen. Danach erstellen Sie eine neue Partition, klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf Verfügbarer Speicher auf der Festplatte 0 und klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen. Wählen Sie in der Zeile Größe die maximale mögliche Größe aus. Diese wird vom System automatisch vorgeschlagen und klicken Sie auf Übernehmen. Außerdem werden automatisch eine oder mehrere Systempartitionen erstellt. Wählen Sie danach die Partition aus, auf der das System installiert werden soll, auch bekannt als lokales Laufwerk C, und klicken Sie auf Weiter. Danach beginnt der Installationsvorgang von Windows 10. Dieser Vorgang findet automatisch statt und nach Abschluss wird der Computer neu gestartet. In einigen Fällen können bei der Auswahl des Laufwerks, auf dem Windows installiert wird, die folgenden Fälle auftreten. Der erste Fall lautet: Windows kann nicht auf diesem Laufwerk installiert werden. Der ausgewählte Datenträger enthält eine Tabelle mit MBR-Partitionen. Auf EFI-Systemen kann Windows nur auf einem GPT-Datenträger installiert werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um dieses Problem zu lösen. Wenn sich keine wichtigen Daten auf der Festplatte befinden, löschen Sie einfach alle Partitionen und erstellen sie erneut. Infolgedessen konvertiert das System die MBR-Festplatte automatisch in GPT. Wenn sich wichtige Daten auf der Festplatte befinden, zum Beispiel auf der lokalen D-Partition oder anderen Partitionen, müssen Sie ein speziell für die Konvertierung von MBR- und GPT-Festplatten entwickeltes Programm verwenden, AOME Partition Assistant Pro. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Sie können dieses Problem auch lösen, ohne das Laufwerk zu konvertieren. Verwenden Sie den USB-Stick zum Laden im Legacy-Modus und nicht im EFI-Modus. Die Modusumschaltung muss im BIOS erfolgen. Der zweite Fall lautet: Windows kann auf diesem Laufwerk nicht installiert werden. Das ausgewählte Laufwerk hat den GPT-Partitionsstil. Hier ist die Situation ähnlich wie beim ersten Fall. Um dieses Problem zu beheben, können Sie auch alle Partitionen löschen und anschließend neu erstellen, wie oben erwähnt, oder das Laden von UEFI im BIOS anstelle von CSM Compatibility Support Mode aktivieren oder das Laden von UEFI im Legacy-Modus deaktivieren. Möglicherweise müssen Sie ein bootfähiges USB-Stick neu erstellen, das UEFI-Boot unterstützt, wenn der Fehler nach der Einstellung im BIOS weiterhin auftritt. Der dritte Fehler lautet: Der erforderliche Medientreiber wurde nicht gefunden. Es kann sich um einen Treiber für ein DVD-Laufwerk, ein USB-Stick oder eine Festplatte handeln. Wenn Sie eine CD, DVD oder ein USB-Stick mit diesem Treiber haben, legen Sie ihn ein. Es gibt für diesen Fehler mehrere Gründe. Der erste Grund ist die Verwendung eines fehlerhaften Installationsprogramms. In diesem Fall ist es alles einfach. Verwenden Sie ein anderes Distributionskit, um Windows 10 zu installieren. Der zweite Grund ist das Programm, mit dem Sie das USB-Stick bootfähig gemacht haben. Versuchen Sie es mit anderen Programmen und verwenden Sie am besten offizielle Methoden, um ein bootfähiges USB-Stick zu erstellen. Sie werden alle in meinem Video Erstellen eines bootfähigen USB-Sticks beschrieben. Der Link wird in der Beschreibung sein. Der dritte Grund ist ein problematischer USB-Stick. Versuchen Sie, ein anderer USB-Stick als bootfähiger USB-Stick zu verwenden. Möglicherweise wurden auch mehrere Partitionen auf Ihrem USB-Stick erstellt. In diesem Fall müssen sie gelöscht werden. Ein Link zur Videoanweisung dazu befindet sich in der Beschreibung. Ich möchte darauf hinweisen, dass eine Lösung für dieses Problem auch darin bestehen könne, das BIOS auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Der vierte Fehler lautet: Es konnte keine neue Partition erstellt oder eine vorhandene Partition gefunden werden. Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien des Installationsprogramms. In diesem Fall müssen Sie auch die Partition löschen, auf der Sie das System installieren möchten, und es erneut erstellen, im Prinzip wie bei der Installation von Windows 10. Und der fünfte Fehler: Bei der Installation von Windows 10 wird Ihre Festplatte nicht angezeigt. Dieser Fehler tritt häufig bei Laptops oder Ultrabooks mit einer Caching-SSD sowie bei einigen Festplattenkonfigurationen
mit SATA, RAID oder Intel RST Speichertechnologie auf. Um dieses Problem zu lösen, müssen Sie auf die Webseite des Herstellers Ihres PCs oder Laptops gehen, diesen Treiber auf einen USB-Stick herunterladen. Man kann auf bootfähigen USB-Stick und ihn entpacken. Klicken Sie anschließend im Partitionswahlfenster auf die Schaltfläche Herunterladen und geben Sie den Pfad zu diesem Treiber an. Nach der Installation sehen Sie eine Liste der Partitionen und können Sie mit der Installation von Windows 10 fortfahren. Zurück zur Installation von Windows. Wie Sie sehen, wurde nach Auswahl des Datenträgers die Installation von Windows 10 gestartet. Ich wiederhole, dieser Vorgang erfolgt automatisch und nach Abschluss des Vorgangs wird der Computer neu gestartet. Nach dem Neustart beginnt Windows mit der Vorbereitung der Geräte und der Konfiguration der Komponenten. Je nach Konfiguration des Computers kann dieser Vorgang lange dauern. Manchmal kann dieser Prozess angeblich mit einem schwarzen Bildschirm hängen. Das ist normal und man muss nur warten. Nach Abschluss wird der Computer neu gestartet. Nach dem Neustart erscheint ein Fenster mit den Regionseinstellungen. Stellen Sie Ihre selbst ein. Wählen Sie Ihr bevorzugtes Tastaturlayout oder ein paar. Danach beginnt das System mit der Installation seiner Elemente. Warten Sie kurz. Wählen Sie aus, wenn Windows konfiguriert werden soll, für den persönlichen Gebrauch oder für die Organisation. Geben Sie an, was Sie möchten. Im nächsten Fenster können Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden. Es erstellen, falls Sie keine haben, oder einfach diesen Schritt überspringen. Um ein Microsoft-Konto zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein oder klicken Sie auf Neue Adresse abrufen. Wenn Sie keinen haben, und erstellen Sie dann eine nicht belegte Adresse. Geben Sie Ihr Passwort ein, wählen Sie ein Land aus und klicken Sie auf Weiter. Oder erstellen Sie ein Offline-Konto, ohne mit Ihrem Microsoft-Konto zu synchronisieren. Geben Sie dann den Namen an und legen Sie ein Passwort für die Eingabe fest. Wählen Sie im nächsten Fenster die gewünschten Optionen aus und klicken Sie auf Weiter. Danach wird ein Begrüßungsfenster angezeigt und das System beginnt mit der Vorbereitung des Geräts. Nach Abschluss wird der Desktop geladen und dies bedeutet, dass Windows 10 vollständig installiert ist. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Wir beantworten gerne alle Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.